Frontflip. Am Dach umgedreht. Nase nach unten. Schönes Entree in sein neues Programm. Dieser Frontflip, den hat er neu aufgenommen. So, jetzt geht er wieder nach oben. Und dann kommt ein Dreifachflug. Zur Musik von Pink Floyd, hat es sich selber ausgesucht. Noch einer. Wunderschön in der Achse gedreht. Sehr schwierig mit diesem Helikopter. Er hat mir das gestern am Abend noch im Detail geschildert. Sein Programm dauert 6 Minuten, 30 Sekunden in etwa. Und jetzt kommt der sogenannte Bow-Turn. Ich habe da genau vor mir liegen das Programm. Er hat das alles skizziert. Jetzt diese Überschlag nach vorne. Und hat das auch im Mini-Format am Cockpit gegeben. Und man möchte dann über jedes Manöver. Und das sollte er sozusagen den Faden verlieren, dass er da wieder reinfindet mit einem einzigen Blick ans Cockpit. Aber der Mann hat eine dermaßen eine Routine in der zu den Flying Bulls gebracht hat. Und er ist einer der ganz, ganz wenigen Piloten weltweit, die so etwas mit einem Helikopter vollführen können. Er hat seine Karriere übrigens auch bei der Bundeswehr in Deutschland begonnen. Er ist ja gebürtig in Goslar. War zuerst Panzertrainer, das war natürlich nicht so nach seinem Geschmack, aber dann hat es geklappt mit der Pilotenausbildung. Und er hat dort auch nach einer vierstündigen Einweisung vom Pionier der Kunstfliegerei der Bundeswehr, hat er dann schon begonnen mit dem Training. Rainer Wilke, für ihn war das dann die Initialzündung, sich stärker einzubringen in die Kunstfliegerei mit dem Helikopter. Und die Bow 105 ist sozusagen das ideale Modell dafür.